Woche hier. Oi, oi, oi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Professors Anti-Relax-Sonntag, Flat Out 2. Und wir kehren heute zurück in die Stadt, und zwar die Strecke Downtown 3 wird die erste sein. Und zur Entspannung werden wir unseren Sunray mal wieder nehmen. Und auch hier muss ich euch was anmerken. Dies ist jetzt heute eigentlich die letzte Episode, wo wir Strecken fahren oder Streckenvariationen, die wir noch nie... Jawohl! Ja, das kann passieren, wenn man den Professor einklemmt. Das ist die letzte Streckenvariation, die noch übrig war. Wir haben jetzt... was ein Einstieg. Wir haben jetzt keine neuen Variationen und keine neuen Strecken mehr. Gar nichts mehr. Ich habe ja schon mal geguckt, was wir so vielleicht mal Neues, Randalemäßiges hier in Professors Anti-Relax Sonntag morgens um 9 Uhr schon machen können. Aber bis jetzt muss ich leider sagen, ich habe leider noch kein passendes Spiel gefunden. Ich habe 3 verschiedene Spiele probiert. Ich werde die Titel nicht verraten, weil eins von denen könnte noch ein heißer Kandidat sein, aber ich finde einfach, in diesem Format passt das einfach nicht, wenn man, ey, einfach überholt hier oder was? Schön durch den Burgerladen fahren hier. Oh, jawohl. Ich dachte, die Säulen kann man auch platt machen. Was macht die Zirkuskutsche da? Die flippen ja hier alle aus. Freunde, sind so nicht mit mir nicht. Das wisst ihr doch ganz genau. So, jetzt mal hier richtig mächtig durch die Scheibe krachen. Jawohl, so will ich das sehen hier. Da kann auch mal die Stoßstange sich verabschieden. Ja, wir haben heute leider wirklich die letzten 2 Strecken. Wir waren ja, glaube ich, letzte Woche schon nicht der Liste nachgefahren, sondern spontan einfach auf einer anderen Strecke unterwegs gewesen. Selbstverständlich wird es auch nächste Woche Professors Anti-Relax Sonntag geben, aber wir können halt nur noch Strecken... Ja! Das will ich so sehen! Ja. Stell dich ruhig vor mir quer hin, ihr Würmer, ihr! Ich schieße euch alle weg hier! Ja, ich brauche irgendwas, was absolute Action ist. Es braucht auch kein neues Spiel sein, eigentlich. Aber leider, ich habe bis jetzt nichts gefunden. Ihr könnt gern in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas wisst, was man hier so richtig randalemäßig mal spielen könnte. Und jetzt fangt mir bitte nicht an, von wegen GTA 5 oder so. Es ist ja, also ich meine, es ist verlockend, aber ey, die ganzen Parkour mal wegrammen hier. Es ist verlockend, aber ich glaube, das hat irgendwie auch nicht das Potenzial. Ich meine, weil man läuft ja auch mit Schusswaffen da herum und das möchte ich eigentlich nicht. Okay. Ich lieber hier solche Sachen machen, hier, wo hier mal so hier so Stühle und alles durch die Gegend fliegen. Irgendwas, was man so richtig schön... Ja. Ich dachte, man kann da an der Seite vorbeifahren. Oh, 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 oh. Das sieht aber nicht gut aus, Freunde. Ob wir dieses Rennen fertig schaffen heute... Oh, das ist die Bremsscheibe. Da grüßt die Bremsscheibe. Ja, das ist halt schon ein bisschen doof. Aber wenn ihr wisst, wirklich, ich meine das tot ernst, schreibt das bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, was wir mal zocken könnten. Was hier auch so ähnlich wie das hier ist, wo so ein Auto dann auf dem letzten Loch pfeift und man gar nicht mehr weiß, richtig, kommt man heute noch an oder fährt der Professor einfach irgendwo hin, weil er in der Landschaft rumguckt. Ja, privat fahre ich ja auch Auto auf die Art und ich. Boah, da ist ja die Katie, die einfach überholt. Ey, Alter, das gibt's doch nicht her. Ich flipp aus. Du wirst hier nicht gewinnen. Nur so wenig wie ich. Katie, Baby! Nicht beleidigt sein. Nimm's wie eine Frau. Hört sich schon komisch an. Oh, da ist sie ja. Komm, zurück auf die Strecke. Oh, Katie hat uns einfach überholt. Das gibt es doch gar nicht. Oh, ich wäre besser außenrum gefahren. Das Auto ist ja überhaupt nicht mehr zu steuern. Ein einziges Wrack hier.
Ja, man bleibt hier auch überall hängen, gell? An jedem Brocken bleibt man hängen. Oh, scheiße, haben wir noch eine Runde. Dachte, wir wären ja schon durch hier und hätten schon gewonnen. Also muss immer wieder staunen hier, was die Bremsscheiben an dem Auto aushalten hier. Moment. Ich will ja mal gucken, wie die Karre vorher nicht abdampft. Die Bremsscheibe sieht noch richtig gut aus. Wo ist denn wieder gelandet? Abkürzung nehmen. Ich glaube, hier ist wirklich der Ofen aus. Ja, wir hätten vielleicht einfach ein schnelleres Auto nehmen sollen. Aber wisst ihr, was ihr macht? Was wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt, bevor wir hier... bevor wir jetzt hier die allerletzte Strecke fahren werden, wird der Professor mit euch zusammen nochmal mit dem schnellsten Auto von Flatout seine Lieblingsstrecke fahren. Denn meine Lieblingsstrecke darf ruhig auch eure Lieblingsstrecke sein. Das ist doch gar kein Problem. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis ins Ziel. Aber irgendwie wollten wir hier nochmal kurz hier beim Steuerberater vorbeigucken. Einfach mal so da reinrauschen. Eieieiei. Oh, da ist ein Hotel. Oh, die schlafen gehen hier. Ja, wir haben es jetzt gleich geschafft. Da fahren wir erstmal unsere Lieblingsstrecke. Und danach werden wir uns die allerletzte Strecke geben. Einmal ein Einzel-Event auf unserer Lieblingsstrecke. Und wir nehmen den schnellsten. Welcher war denn das nochmal? Ich glaube, das ist der... wir haben den doch neulich erst gefahren, gell? 4583. Das ist der Road King, genau. Wir färben den mal ein bisschen um hier. Ganz böse, schwarz. So, jetzt werden wir hier mal ganz brutal aufräumen. Auf meiner absoluten Lieblingsstrecke. Erstmal hier so ein bisschen die Zirkuskutsche. Ja, da fliegt sie hin. Oh, er kommt von oben geregnet. Eine Massenkarambolage. Da ist Katie. Ah, schön alle beide. Angekuschelt hier. Oh, 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 oh. Ja, er ist halt sehr schlecht steuerbar. Dieses heckbetriebene Wunderwerk. Nur noch 60 Sekunden mit Düsentriebwerken ausgestattete vierrädrige Gerät. Da vorne ist Katie. Jawohl. Oh, den haben wir fast erwischt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn die Folge heute mal ein Momentchen länger dauert. Sah so aus, als wenn er ausgestiegen wäre. Aber ich habe gerade überlegt, in die Wiederholung müssen wir hier auch unbedingt nochmal reinschauen, hier bei diesem fantastischen Rennen hier heute. Also, das Auto ist halt einfach unsteuerbar, weil er Heckantrieb hat, gell? Ja, wenn er erstmal rollt, dann rollt er auch. Ja. Da platzt er mal den Kofferraum auf. Tja, jetzt haben wir auch mal die Wüste von außen gesehen. Das ist eine sehr platte Landschaft. Na, Katie, hast dich verhebelt? Oh, guck mal hier. Oi, oi, oi. Das ist eine Folge heute. Ein Kracher nach dem anderen hier. Ich treffe zwar nicht die Autos, aber... aber irgendwie sind die anderen Fahrer heute auch ganz schön gut drauf. Einmal gedreht, weiter geht's. Ah, die Wiederholung, die müssen wir uns angucken, auf jeden Fall hier. Darf ich jetzt hoffentlich, drücke ich den nicht wieder weg?
Ah, komm her. Hey, der fährt mir rein hier. Oh, Katie ist zurück. Katie. Katie, Baby. Ey, die hat mir ja ganz fies mitgespielt, du. Katie, Schatzi, komm mal her, du. Ich muss dir mal, mit dir mal ein Hühnchen rupfen. Also, ich meine, mit dir muss ich mal... Ich muss mit dir mal dein rotes Auto zerrupfen. Ja, fliegt ein Auspuff rum. Hoffentlich ist es nicht meiner. Nehmen wir den nächsten Typ. So, schnell Wiederholung. Komm, komm, komm. Ja, und hier kommt sie auch schon. Die Zirkuskutsche hält jetzt gleich, hebt jetzt gleich ab hier in den Himmel. So, jetzt gleich kommt die Stelle, wo wir, glaube ich, so ein bisschen gen Himmel flogen. Oder war das erst ein bisschen später? Na, wir gucken mal. Ja, das Auto ist unsteuerbar, aber ultra geil. Also vor allem die Heckflosse. Einfach super. Ich weiß auch nicht. Ui, das war knapp. Das war knapp. Gelle, gelle. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte überlegt, man könnte ja auch eine Runde Fernbus-Simulator fahren, aber ich weiß nicht. Zu alt. Leicht und... ich weiß nicht. Irgendwas ganz anderes. Aber wie gesagt, wenn ihr in die Kommentare was reinschreibt, werde ich mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Mal schauen. Selbstverständlich werden wir auf Flatout 2 dieses Spiel hier nicht aufgeben. Wir werden an diesen Ort immer wieder zurückkehren. Ab und zu mal, so zum Spaß. Mal so ein bisschen im Wald ein paar Bäumchen fällen. Oder hier auf der Lieblingsstrecke. Jawohl! Da hängt er an unsichtbaren Fäden in der Luft. Das war's. Und jetzt, Moment, Moment, nicht gleich abschalten. Jetzt kommt natürlich die allerletzte Strecke. Die letzte Variante, die noch übrig ist. Und zwar ist das Rennen. Und zwar Motor Raceway 3. Tja, welches Auto nehmen wir denn nochmal? Hier, wir haben lange nicht mehr unseren Sparrowhawk gefahren. Und ab geht's! Oh, da hinten ist die Zirkuskutsche. Oh, irgendwas ist da explodiert. Schön in die Reifen rein hier. Oh, die ganzen komischen Plakate, die müssen auch mal weg. Ah, den Kipper wollte ich jetzt nicht umstoßen mit meinem Auto, aber ich war nah dran. Emotional habe ich schon drin gesteckt in diesen komischen... Da steht noch einer. Alle platt machen hier. Oh, da kommen ja riesige Felsen von da oben. Hat der Professor aber ganz große Angst. Hey, wer bremst, verliert, hallo? Ah, ein Bäumchen. Ah, Boxengasse hier. Boxenluder. Ja, das Problem ist auf den Rennstrecken, deswegen mag ich die eigentlich nicht so. Man hat hier nicht so viel zum Abräumen. Alles, was man kaputt fahren kann, liegt am Straßenrand. Und das Dumme ist, wenn du da erstmal gelandet bist, dann kommst du da so schnell nicht mehr weg. Da hängst du dann erstmal fest im Dreck und... Hey, große Kabeltrommel hier. Oh, da vorne, da ist einer hier. Jetzt komm da. Das Maul zu voll genommen. Erstmal die Hütchen zertreten. Schön weggehebelt hier. Weggehebelt. Ja, die Laternen. Oh, die tun immer so schön Schläge machen, wenn die abreißen. Da schlägt mein Rennfahrerherz noch stärker. Oder so. Vielleicht sollte ich es mal mit Alkohol probieren. Ich weiß ja nicht, wie Alkohol schmeckt, aber vielleicht sollte ich es mit Alkohol mal probieren. So, Rennfahrer. Na, Katie?
Bist du auf Abwägen? Oh, da gesehen? Muss ja nicht immer nur mir passieren. Kann ja auch mal der Katie passieren. Oi, 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 oi. Wollen ja nicht gleich ausflippen, gell? Wollen mal schön... Oh, 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 oh. Was ist denn das da als der Jason hier? Jetzt hätte ich beinahe den übelsten Scherz gemacht. Nein. Den Scherz lasse ich stecken. Letzte Runde, letzte Runde. Ja, die ganze Strecke zu Schrott gefahren hier. Das liegt alles nur daran, weil es kein Safety Car gibt. Denn warum gibt es hier kein Safety Car? Richtig, der Safety Car Fahrer hat heute seinen freien Professor André Lexon-Tag. Oh, jetzt spiele ich wieder meine E-Gitarre. Ja, da war doch eben einer so vorlaut, hä? Tja, musst du dir leider einen Kran einfangen. Ja, man kann pauschal sagen, wir haben das Rennen gewonnen. Denn als Drittplatzierter ist man ja auch auf dem Treppchen. Treppchen, genau. Ich sage bewusst Treppchen. Oh, oh. Oh nein. Jetzt verpassen wir da beim letzten Rennen das Treppchen noch. Ach, egal. Wir haben trotzdem gewonnen. Treppchen, das war mal der Florian König, glaube ich, bei RTL. Da war er so aufgeregt, da hat er zu, wie heißt das noch gleich? Zu Formel 1 heißt das. Zur Formel 1 gesagt, ja, Michael Schumacher schafft es heute auch wieder aufs Treppchen oder irgend sowas. Fand ich sehr lustig. Das ist für immer und ewig hängen geblieben irgendwie. So, bis nächste Woche. Und habt Spaß mit Valheim heute Nachmittag. Und seid auch gern wieder nächste Woche bei allen 6 Sachen dabei, die so laufen. Macht's gut und schönes Sonntag. Ui, da ist ja was explodiert.